Leugnet Karl Lauterbach den Pflegenotstand? Ja, wir müssten wirklich uns bekennen zu diesem Notstand. So erlebe ich die Pflege nicht. Das erstaunt mich. All unsere Zuschriften sollen Einzelfälle sein. Den Eindruck teilen wir nicht. Die Pflegesituation in Deutschland ist noch viel schlimmer, als man denkt. Können Sie denn nicht dann nicht, dass wir nicht alle kaputt gehen? Ich will nicht, dass Sie kaputt gehen. Dann wollen Sie nicht. Nein, aber warum, wie kommen Sie denn auf den Gedanken, dass wir das wollen? Ich bin Sie zu Hause. Und es gibt Heime, in denen alte Menschen wie Vieh behandelt werden. All das und noch einiges mehr wollen und müssen wir uns heute angucken im großen zweiten Teil zu meiner Pflegeserie hier auf YouTube. Und auch wenn ich schon beim ersten Mal mehr als einmal Tränen in den Augen hatte, werde ich es natürlich auch wieder kommentieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und falls du den ersten Teil gar nicht gesehen haben solltest, den habe ich dir da oben nochmal verlinkt, da haben wir schon mal über die Pflegesituation in Deutschland gesprochen und wie unfassbar schlimm das teilweise ist. Unsere Reporter mussten teilweise alleine eine Demenzstation betreuen. Bei meiner Kollegin fehlte es teilweise am nötigsten. Nichts. Du stehst da, machst den Schrank auf. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte nach dem damaligen Video eigentlich gedacht, noch schlimmere Bilder kann es nicht geben. Aber doch, und die wird es leider in dieser Folge auch geben. Angefangen hat es aber damit, dass Team Wallraff nach der damaligen Doku ganz viele Leute angeschrieben haben. Ein ganzer Flur tapeziert mit Hilferufen aus Seniorenzentren. Bitte helfen Sie mir und den Menschen, die doch noch leben. Die Arbeit hat mich krank gemacht. Im Aluheim hat doch die Hölle. Ein unwürdiges Verhalten in jeder Einrichtung dieses Konzerns. Ich finde es traurig, dass die ganz großen Unternehmen auf Profit gehen. Wir recherchieren wieder undercover. Jetzt erst recht. Das muss ich an dieser Stelle aber schon mal sagen, finde ich wirklich großartig von Team Wallraff, denn ich glaube, über das Thema Pflege kann man nicht genug sprechen und dabei geht es übrigens auch nicht nur um alte Menschen, wie wir heute auch noch sehen werden. Aber um mal irgendwo den Anfangspunkt zu setzen, musste man sich jetzt natürlich ein Heim aussuchen und ich glaube, das war keine schlechte Wahl. Hier ist hier ein Hilferuf von einem Pfleger aus Hessen. Er schreibt, das Ganze kann ich nicht mehr verantworten. Das gegen alle meine Wertvorstellungen geht und jetzt sehen muss, wie ihnen hier ständig Leid angetan wird. Deswegen hat der Journalist, den ihr da eben schon gesehen habt, sich als Pflegepraktikant Wolfgang wieder in einem Heim eingeschleust. Und das finde ich das Krasse dabei, er hat gerade erst sein Praktikum begonnen. Also das hier sind quasi die allerersten Momente. Und da merkt man schon, dass in diesem Heim auch wieder einiges schief läuft. Okay. Ich hoffe, dass sich dieser Scherz nicht bewahrheitet. Doch, das wird es tatsächlich, denn wir sind immer noch am ersten Tag des Praktikums. Und das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Also Wolfgang, wie er sich ja nennt, ist hier in einem Praktikum. Das heißt, er hat ja kein besonderes Vorwissen, er ist kein Pflegehelfer, er ist sowieso keine examinierte Pflegekraft. Und trotzdem wird er natürlich schon direkt in die Arbeit mit eingebunden. Und was er damit ansehen muss, ist wirklich hart. Und dann werde ich Zeuge einer bedrückenden Situation. Ein alter Mann sitzt auf seinem Bett, nennen wir ihn Josef. Josef hält beschämt seine Hose in der Hand, sein Bett durchnässt von Urin. Aber anstatt den alten Mann zu beruhigen, beginnt der Pfleger ihn zu demütigen. Hierzu muss man vielleicht auch noch anfügen, dass der Patient beidseitig amputiert ist. Also er kann nicht weglaufen, er kann sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht wehren. Und der Pfleger, der da ist, der spricht mit ihm wie mit einem wirklich unerzogenen Hund. Gut gemacht, wunderbar. Der? Oder der? Ganzen Bett gebissen, wunderbar gemacht. Nein, richtig. Ja, das kann ich gerne rutschen. Sehr schön gemacht. Reicht schon? Hast du ja wirklich Mühe gegeben. Was ich an der Stelle auch besonders krass fand, war, dass der Investigativjournalist dann sogar noch versucht hat, den Patienten ein bisschen zu verteidigen, aber er wurde dabei einfach direkt mundtot gemacht. Kann doch mal passieren, oder? Kann doch mal passieren. Ja, hier, da, wenn ich so nicht hier.
Ja gut, aber selbst wenn das häufiger passiert, ist es doch einfach die Aufgabe einer Pflegekraft, genau diese Dinge zu regeln und dafür zu sorgen, dass so ein alter Patient, der ja auch einfach wahrscheinlich alt und gebrechlich ist, nicht die ganze Zeit in seinem eigenen Urin sitzen muss. Aber nun muss ich natürlich dazu sagen, ich bin da kein Experte, ich kann natürlich manche Situationen auch nicht bewerten. Deswegen hat Team Wallraff auch in dieser Folge wieder eine Pflegeexpertin dabei, nämlich Frau Würz. Und glücklicherweise bestätigt die auch nochmal das, was wir jetzt wahrscheinlich sowieso gerade alle gedacht haben. Pflegefachlich gesehen brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu sprechen, dass das absolut nicht geht, nicht hinnehmbar ist. Ehrlich gesagt schäme ich mich gerade ein bisschen für meinen eigenen Berufsstand. Herr Wallraff, möchten Sie so im Bett liegen? Dieser Mann uriniert ins Bett, offensichtlich ein wiederkehrendes Pflegeproblem. Und was macht der Kollege? Er demütigt, er erniedrigt, er beschimpft. Und das, wo sich der Mann mit Sicherheit nicht zur Wehr setzen kann. Ein Skandal. Ja, das ist es wirklich. Und bei Josef muss man auch dazu sagen, gibt es noch ein ganz anderes Problem. Denn er uriniert wirklich sehr häufig ins Bett, weil er den Urin nicht mehr halten kann. Und normalerweise gibt es dafür eine Lösung, nämlich einen Katheter. Der muss aber explizit von einem Arzt angeordnet werden. Jetzt warten wir immer auf den blöden Arzt, dass er sich endlich mal bewegen tut und er kommt. Wie lange wartet ihr schon? Wow. Okay, also mit anderen Worten, das bedeutet, dass dieser Patient jeden Tag in seinem eigenen Urin sitzt, weil die Pfleger das natürlich auch nicht die ganze Zeit mitbekommen und es kommt einfach kein Arzt raus. Aber auch dafür, sagt zumindest die Pflegeexpertin, gibt es natürlich eine Lösung, die das Problem zwar nur verschiebt, aber für den Patienten hoffentlich trotzdem erstmal besser machen würde. Und wenn der Arzt nicht kommt, muss ich vielleicht mal als entsprechende Leitung die Kraft haben, dann zu sagen, gut, dann geht er eben ins Krankenhaus und dann kriegt er den Katheter da gelegt. Gut, und wir dürfen jetzt nicht vergessen, das ist der erste Tag von diesem Pflegepraktikanten. Jetzt sind wir allerdings dann schon am zweiten und da gibt es gleich das nächste Problem. Eines, das ja in den letzten Monaten oder Jahren einfach super aktuell war und über das mittlerweile eigentlich wieder aufgeklärt sein sollte. Am Anfang jeder Schicht müssen alle Mitarbeitenden einen Corona-Test machen. Das ist Vorschrift, denn wir arbeiten mit älteren Menschen, deren Immunsystem geschwächt sein kann. Aber am zweiten Tag meines Praktikums sind keine Spatel für die Nasentests mehr da. Die Morgenschicht geht heute also ungetestet zu den Pflegebedürftigen. Ein potenzielles Gesundheitsrisiko. Und nun muss man ja tatsächlich sagen, man kann zur Corona-Thematik ja stehen, wie man möchte. Aber dass alte Menschen die sind, die am meisten gefährdet sind, ich glaube, darauf kann man sich auf jeden Fall einigen. Und sowas sollte in so einer Situation natürlich niemals vorkommen, weil man Selbsttests ja eigentlich auch relativ einfach vorhalten kann. Die Aloheim-Gruppe, und um deren Heime geht es ja immer noch, sagt dazu allerdings einfach das hier. Die in ihren Fragen enthaltenen Unterstellungen zu einem angeblichen Mangel von Corona-Selbsttests in unserer Einrichtung in Frankenberg sind falsch. Richtig ist, es waren und sind jederzeit ausreichend Schnelltests vorhanden und für die Mitarbeiter zugänglich. Ja, danke Aloheim-Gruppe. Allerdings hat der Journalist ja eigentlich gerade das Gegenteil bewiesen. Und es wird noch schlimmer, denn in so einem Heim braucht man ja auch noch alle möglichen anderen Verbrauchsgüter, so zum Beispiel sehr, sehr viele Unterlagen, weil es gibt häufiger mal Patienten, die ins Bett machen. Und auch die fehlen wohl einfach manchmal. Ein Leinsack. Ein Leinsack, der sonst für die Schmutzwäsche verwendet wird und der sich viel schneller vollsaugt als eine Unterlage. Das kommt nicht nur einmal vor. Immer mal wieder bin ich auf der Suche nach Unterlagen. Und auch das war wieder kein Einzelfall. Also Dinge fehlen wohl an allen Ecken und Enden. Und das soll jetzt keinesfalls die Pflegekräfte, die da arbeiten, entschuldigen. Aber man kann sich schon vorstellen, dass man in so einer Situation, wenn man vielleicht auch gute Arbeit machen möchte und es gar nicht kann, weil alles fehlt, dass man dann immer frustrierter und frustrierter wird. Und dadurch entstehen dann Pflegefehler. Und die sind manchmal einfach nur krass. Die Pflegerinnen und Pfleger wirken auf mich teilweise überfordert. Ich gehe ins Zimmer einer älteren Dame, die schon lange auf ihrer Bettpfanne sitzt. Ja, oder so, genau. Drehen Sie sich gerne. Ja. Geht das? Die Bettpfanne hat schon einen tiefen Abdruck auf der Haut der alten Dame hinterlassen. Ihre Haut ist stark gerötet, weil sich keiner rechtzeitig gekümmert hat. Und nochmal, stellt euch das mal vor, ihr sitzt mehrere Stunden hilflos auf einer Bettpfanne, so lange, bis eure Haut aufreißt. Da fällt mir ehrlich gesagt auch nichts mehr dazu ein. Wie es dazu kommen kann, das wurde in dem Heim natürlich hier und da auch mal von den Angestellten besprochen. Und wenig überraschend hat das natürlich viel mit der Personalsituation zu tun. Was? Ja klar. Ich muss doch alles abgekramt jetzt morgen, ich muss Tabletten noch schön geben, ich habe schon mal ein bisschen gemacht und so weiter und so fort. Ne?
Krass, stell dir mal vor, du bist mit einem oder meinetwegen auch zwei weiteren Angestellten dafür zuständig, sich um 60 Leute zu kümmern, die bei allen Dingen Hilfe brauchen. Da kommt es natürlich automatisch zu Verwahrlosung. Und dazu passt auch, dass unser Pflegepraktikanten-Investigativjournalist dann an Tag 5 seines Praktikums nochmal auf den Josef von vorhin trifft. Und auch wenn die Bilder natürlich extrem unscharf gemacht worden sind, man erkennt ungefähr, was da das Problem ist. Ich kann sehen, dass das halbe Bett hoch bis zum Kopfkissen vollgetränkt ist mit Urin. Der alte Mann ist hilflos. Ich befürchte, dass er schon längere Zeit halbnackt im nassen Bett liegt. Das Üble dabei ist natürlich, das ist nicht nur eklig, das ist auch extrem gesundheitsschädlich. Und dementsprechend möchte natürlich unser Journalist auch sofort was an der Situation verändern. Für die Angestellten ist das aber eigentlich kein ganz großes Problem. Sein Bett ist super schmutzig, wenn wir das mal wechseln. Versuchen Sie für 2 Stunden wieder zu Hause. Okay, ja, okay, dann. Wir wechseln das ein bisschen heute Abend vor der Nacht. Okay. Kann er nur Anfang morgen Nacht. Als ich die Kollegin frage, ist es 15.20 Uhr. Wir sollen Josef noch mehrere Stunden in seinem völlig durchnässten Bett liegen lassen. Auch hier wieder, stell du dir das bitte mal einen kurzen Moment lang vor. Du musst in deinem eigenen Urin liegen und das für mehrere Stunden, was ja auch extrem stinkt und unangenehm ist. Dementsprechend versucht unser Praktikant sich dann doch noch durchzusetzen und tatsächlich erbarmt sich am Ende auch eine Pflegekraft, um was daran zu ändern. In einem Ton, der einen auch wieder nur sprachlos zurücklässt. Oh, ey, stell auf, der stinkt ja. Nein. Dass er nass und ohne Hose in seinem Bett liegt und ihm vielleicht kalt werden könnte, scheint den Kollegen nicht zu interessieren. Großartig! Und wir wissen ja schon, manchmal fehlen hier einfach die Corona-Tests. Da ist bestimmt so ein bisschen kalte Luft total gesund. Nein, aber jetzt mal wirklich die Ironie ganz bewusst beiseite gestellt. Danach wird es sogar noch ein bisschen schlimmer, denn man darf ja immer nicht vergessen, die alten Menschen leben in diesem Pflegeheim. Das heißt, all ihr Besitz, den sie üblicherweise noch haben, der ist da. Und auch damit wird wirklich sehr schwierig umgegangen. Josefs Habseligkeiten auf dem Bett sind nass geworden. Deshalb werden sie jetzt entsorgt. Mir kommt es beinahe wie eine Strafmaßnahme vor, dafür, dass er den Urin nicht halten konnte. Das gehört nicht an mir, hört der Fall auf, den Karton, die hier steht. Um das ganz kurz zu erklären, Josef lebt nicht alleine in dem Zimmer und in dem Heim. Er hat dort auch noch eine Frau kennengelernt und die leben zusammen und teilen dementsprechend auch den Besitz. Aber auch das ist den examinierten Pflegekräften komplett egal, genauso wie der Widerstand unseres Praktikanten. Das andere auch, weg. Ja, aber die Mütze doch nicht, die ist doch einfach... Die kann man ja abdenken einfach, oder? Und danach wird der alte Mann dann auch noch ein bisschen fertig gemacht. Und ich habe es ja, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet. Ich hatte beim ersten Gucken dieser Doku tatsächlich ein paar Mal Tränen in den Augen. Das hier war definitiv so ein Moment. Ja, wie kann man so leben in so einer Situation, wo Menschen so einen behandeln? Das ist eigentlich eher die bessere Frage. Auch die immer wieder dazu befragte Pflegeexpertin ist ziemlich fassungslos. Ich glaube, mit solchen Bildern hat nicht mal sie gerechnet. Es ist unglaublich, in welcher Art und Weise verroht und unmenschlich diese Kräfte mit diesen Menschen umgehen. Und dafür müssen sie zur Verantwortung gezogen werden. Nun könnte man ja wieder mal sagen, okay, das ist jetzt ein Pfleger in einem Heim, aber zumindest in diesem Heim häufen sich solche Situationen. Etwas später beim gemeinsamen Essen der alten Menschen ist wohl irgendetwas zu Bruch gegangen. Und auch da gibt es wieder einen Ton, der nicht mal Haustieren würdig wäre. All das sorgt natürlich auch dafür, dass zumindest in diesem Heim ein Klima der Angst entsteht, das dafür sorgt, dass die alten Menschen teilweise ihre Bedürfnisse nicht mal mehr artikulieren wollen. Und keine Ahnung, ob es dir da ähnlich geht, aber ich habe mich manchmal wirklich bei Zitaten schon fast an amerikanische Gefängnisse erinnert gefühlt. Es war mir eine Hilfe, die auch gemacht. Ja. Aber ich sehe das so, wie ja, ja. Ach du Arme, ey. Ich mach das auch Spaß und bin zu ärgern.
Gegen Ende des Praktikums ist dann noch eine Sache passiert, die ich euch zwar nicht vorenthalten möchte, die ich persönlich allerdings so schlimm finde, dass ich nicht weiß, was ich dazu überhaupt noch sagen soll. Vielleicht zur Einordnung. Es handelt sich hier um eine ältere, demente Dame, die den Praktikanten einfach so angesprochen hat. Und das, was sie sagt, zerreißt einem einfach das Herz. Sie stellt mir nur eine Frage, aber genau die trifft mich mitten ins Herz und fasst mein Praktikum im Aloheim sehr gut zusammen. Können Sie denn die Kanüle geben, dass wir nicht alle kaputt gehen? Ich will nicht, dass Sie kaputt gehen. Dann wollen Sie nicht. Nein, aber warum, wie kommen Sie denn auf den Gedanken, dass wir das wollen? Ich denke, es sieht so aus. Und dann wird nochmal sehr deutlich, wonach sich viele alte Menschen in Pflegeheimen einfach sehnen, nämlich nach menschlicher Aufmerksamkeit. Und das kann dann wenigstens einen ganz kurzen Moment lang diese Situation besser machen. Manchmal ist es so leicht. Bitte? Ich drücken? Ja, klar. Hey. 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 Es wird alles gut, ja? Auch hier hat die Aloheim-Gruppe dann übrigens diese Missstände größtenteils dementiert. Und man kann natürlich immer noch sagen, na gut, auch das war jetzt wieder nur ein Heim. Deswegen hat Team Wallraff aber noch mehrere Ex-Mitarbeiter von Aloheim ausfindig gemacht und auch mit denen gesprochen. Und die hatten größtenteils ganz Ähnliches zu berichten. Ich bin keine fachlich ausgebildete Fachkraft, bin aber als Fachkraft gelaufen, egal ob es über Betäubungsmittel lief oder ob es über Medikamente lief, Insulin geben, das haben auch Hilfskräfte oder Assistenzkräfte gemacht. Und hier muss man nochmal ganz deutlich sagen, das dürfen sie nicht. Das darf nur Personal, das dafür explizit ausgebildet ist, weil es natürlich immer mal wieder zu Irrtümern und Fehlern kommen kann. Und zum Beispiel im Fall von Insulin kann das sehr schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Auch davon weiß die Ex-Angestellte zu berichten. Ja, es gab eine Hilfskraft, die hat Insulin gespritzt und der Bewohner hat zu viel Insulin bekommen. Er kam dann auch mit einer Unterzuckerung ins Krankenhaus. Und das ist nicht alles, auch das, was sie sonst noch schildert, ist einfach, wie ich finde, nur richtig, richtig übel. Und manchmal, finde ich, klingt das auch wie aus einem schlechten Horrorfilm. Es gab eine Bewohnerin, die ist verstorben und lag mehrere Tage tot in ihrem Zimmer. Wie ist das zu erklären? Ja, erstmal wurde der Totenschein nicht ausgestellt und dass die Dame dann abgeholt wird vom Bestattungsinstitut. Da wurde sich überhaupt nicht drum gekümmert und da konnte ich nicht mehr. Die ehemalige Angestellte eines Aloheims hat damals, als sie da noch gearbeitet hat, dann natürlich auch versucht, der Heimleitung das irgendwie begreiflich zu machen und auch dem Konzern, der dahinter steht. Aber die Antwort war mehr als eindeutig. Dann kam von Düsseldorf nur, dass die Regionalleitung uns einen Termin zu einem Gespräch anbieten würde, was natürlich direkt in den Urlaub fiel. Dann hatten wir die Regionalleitung gebeten, dass nach unserem Urlaub zu machen, wo dann keine Reaktion mehr kam. Und dann 2 Tage nach dem Urlaub kam die Kündigung. Das erstmal dazu. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer kann denn jetzt eigentlich an der Situation was verändern? Und man kommt dann natürlich immer sehr, sehr schnell auf die Politik. Und wir haben ja seit einiger Zeit einen neuen Gesundheitsminister, der auch mit relativ viel Tamtam, was dieses Thema anging, damals ins Amt getreten ist. Und wie der Zufall so will, ist der auch ein Freund von Günter Wallraff. Schön, dass Sie hier sind. Gut. Vielen Dank, dass Sie dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Jetzt stellt er sich den Fragen zum schlechten Zustand der Pflege. Na gut, und jetzt kann man zu Karl Lauterbach bestimmt ganz unterschiedlicher Meinung sein. Und ehrlich gesagt möchte ich dieses Fass hier in meinem Video auch gar nicht unbedingt aufmachen. Aber er hat sich dann tatsächlich zumindest erstmal den Fragen gestellt. Allerdings, wie ich fand, schon am Anfang versucht es ein bisschen klein zu reden. Die nächste Äußerung fand ich ziemlich schwierig. Ich muss erstmal einschenken, also man kann nicht sagen, dass die Pflege in der Gänze, in der Art und Weise hier in Deutschland vonstatten geht, dass die Menschen gefährdet wären oder dass die Pflege schlecht wäre, sondern das Pflegepersonal gibt alles, wenn man so will. Ist das so? Mir ganz persönlich fehlt jetzt natürlich die Expertise und Günter Wallraff auch. Deswegen hat er eine Professorin eingeladen, Professorin Sigmüller, die auch im letzten Teil schon dabei war. Und die hat an dieser Stelle direkt mal eine Nachfrage gehabt. Denn ganz so einfach konnte sich Karl Lauterbach jetzt nicht rauswinden. Aber das Problem ist ja, wenn ich da direkt einhaken darf, dass die Pflegenden natürlich versuchen, diese schwierigen Rahmenbedingungen zu kompensieren und überengagiert tätig sind. Das täuscht aber nicht hinweg, dass wir eben strukturell ganz
ganz schlechte Bedingungen haben. Das ist schon skandalös, muss man sagen. Im Gefängnis hat man da bessere Lebensbedingungen. Krass formuliert. Aber passt natürlich zu den Bildern, die wir vorhin gesehen haben und auch meinen Eindrücken. Aber auch hier wiegelt Karl Lauterbach wieder ziemlich krass ab. Wenn Sie vortragen, also dass die Situation also im Gefängnis besser ist als im Pflegeheim, das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Hier interessiert mich natürlich insbesondere auch mal wieder deine Meinung. Schreib sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Also wie schlimm findest du diese Pflegesituation? Wie schlimm fandst du die Bilder, die du gesehen hast? Ich so schlimm, dass ich auf jeden Fall Günter Wallraff in seiner nächsten Äußerung nur zustimmen möchte. Und ich fand immer noch, dass sich Karl Lauterbach einfach zu sehr drückt. Ja, wir müssten wirklich uns bekennen zu diesem Notstand. So erlebe ich die Pflege nicht. Das erstaunt mich. All unsere Zuschriften sollen Einzelfälle sein. Den Eindruck teilen wir nicht. Deswegen ist Team Wallraff auch noch mal einen Schritt weiter gegangen und hat noch mal jemanden in ein anderes Aloheim geschleust. Für mich interessanterweise sogar hier ganz in meine Nähe nach Malente in Schleswig-Holstein. Und auch hier sind wir wieder in den ersten Tagen des Praktikums. Und die schlimmen Bilder sind wieder mal genau die gleichen. Im Raum schlägt mir sofort der Geruch von Kot entgegen. Trotz Maske halte ich es kaum in dem Zimmer aus. Umso erstaunter bin ich, dass meine Kollegin der zierlichen Dame trotzdem das Frühstück serviert. Nochmal, weil ich glaube, das muss man an dieser Stelle einfach so drastisch sagen. Da ist eine alte Dame, die sitzt in ihrer eigenen Kacke und soll jetzt frühstücken. Das klingt schon wieder wie ein schlechter Film, aber es ist eine Tatsache und das hier mitten in Deutschland. Ich gucke es mir an und erfahre, Frau Müller hat einen künstlichen Darmausgang am Bauch. Dort wird ihr Stuhlgang in einem Beutel aufgefangen. Doch der Beutel hat sich gelöst und liegt offen vor den Füßen der Dame. Auf Frau Müllers Bauch ist Kot verschmiert. Es stinkt im ganzen Raum. So sollte niemand frühstücken müssen. Und so doof das jetzt klingt, ich bin mir auch sicher, zumindest in einem deutschen Gefängnis gibt es solche Bilder auch nicht. Und als die examinierte Pflegekraft dann darauf angesprochen wird, wie so etwas sein kann von der Praktikantin, fand ich ihre Antwort auch sehr erschütternd, denn da spielt Menschlichkeit gar keine Rolle mehr. Mhm. Na, ich sehe mal, ging ihre Arbeit auf. Ich bin langsam, ich mache die Beugen noch. Ja. Sollen Sie zusehen, wie sie kommt auf. Sieht es mal hilfreich, ja? Mit anderen Worten, weil die Angestellten sich miteinander streiten, müssen alte Menschen in diesem Heim leiden. Und das ist kein Einzelfall, denn auch hier gibt es natürlich wieder Demenzpatienten und eine wird von der Praktikantin dann, wenn man so möchte, aufgefunden in einer hilflosen Lage. Zufällig finde ich die Dame fast nackt im Badezimmer. Nur in Unterhose sitzt sie verwirrt auf ihrem Rollator. Was machen Sie denn hier? Und nun muss man sagen, diese Dame ist wirklich sehr alt, sehr schwach und hat für diese Reise ins Badezimmer wohl sehr lange gebraucht. Umso erstaunlicher, dass das einfach niemandem aufgefallen ist. Ich bin verwundert, dass keiner meiner Kollegen gemerkt hat, dass sie sich alleine bis ins Badezimmer gekämpft hat. Frau Müllers Nachthemd hängt nass und schmutzig im Waschbecken. Der Kotbeutel hat sich wieder gelöst. Die demente Dame ist mit Ausscheidungen beschmiert und möchte sich selber sauber machen. Unmenschliche Bedingungen. Und die Praktikantin macht dann natürlich das einzig Richtige. Sie weiß sich in der Situation nicht zu helfen, also geht sie ins Pflegezimmer und sucht sich Leute, die ihr helfen können. Und die Reaktion ist, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Und ich weiß, ich wiederhole mich in diesem Video irgendwie gefühlt endlos. Schockierend. Einfach nur schockierend. Doch anstatt sofort zu helfen, wollen meine Kollegen erstmal einen Kaffee trinken. Allein gehe ich wieder zurück zu Frau Müller. Ich mache mir Sorgen, dass sie am Waschbecken stürzen könnte. Es kommt gleich jemand. Ja, nur wenn dieses gleich ist, darüber kann man streiten. Denn die Journalistin wartet da irgendwie ungefähr 20 Minuten und geht dann nochmal ins Pflegezimmer. Und die folgende Antwort ist noch schockierender. Und ich habe ja vorhin schon angedeutet, vorhin war ich überwiegend schockiert und traurig. Jetzt bin ich einfach nur wütend. Ich gehe jetzt mal eine rauchen und dann fangen wir das geschillt an. Okay. Wir müssen weiter warten. Erst 25, dann 30 Minuten. Zum Glück wurde der alten Dame dann am Ende immerhin geholfen. Allerdings gab es dann direkt schon den nächsten Aufreger, nämlich bei der Essensausgabe. Und hier merkt man dann nochmal ganz deutlich, was eigentlich das große Problem ist, was hinter allem steht. Ich habe Angst, dass ich das hier falsch aufteile. Okay, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Also wenn man auf einen Teller zu viel auffüllt, den ein alter Mensch bekommt, dann bekommt ein anderer zu wenig? Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Mitarbeiter sagen mir, das Essen werde jeden Mittag abgezählt. Bekommt ein Bewohner einen Nachschlag, bleibt für einen anderen weniger übrig. Dann muss im Haus schon mal Essen zusammengesucht werden.
Okay, und hier nur mal ganz kurz zur Einordnung. Und ich weiß natürlich, dass nicht alle alte Menschen in so einem Heim diese Pflegestufe haben. Aber mit Pflegestufe 5 kostet so ein Heimplatz 4.380,18 Euro im Monat. Mit anderen Worten über 50.000 Euro im Jahr. Und dann ist nicht mal genug Essen da. Wie das sein kann, fasst dann einer der Angestellten nochmal perfekt zusammen. Und mehr muss man zu der Sache dann auch eigentlich nicht mehr wissen. Die Alleheim-Gruppe, das ist eine Holdinggesellschaft. Das heißt, es sind ja Investoren, die ihr Geld in solche Unternehmen investieren. Und am Ende des Jahres muss die Geschäftsführung schwarze Zahlen präsentieren. Mhm. So, jetzt überlege ich mal, wo kannst du mit so einer Einrichtung Geld einsparen? Ja. Beim Personal und beim Essen. Auch hier könnte man jetzt wieder vermuten, na gut, dann ist das in dem einen Heim so und das hat dann vielleicht irgendwas mit dem Catering zu tun oder wer auch immer für die Küche zuständig ist. Allerdings hat ein Koch, der auch in einem Alloheim beschäftigt war, dazu folgende Aussage getätigt. Wir haben eine Budgetvorgabe gehabt und danach mussten wir uns richten. Wir haben keine frischen Brötchen gehabt vom Bäcker, weil wir uns das aufgrund der Preise nicht mehr leisten können. Immer günstiger Aufschnitt, das zermartert einen. Also es ist traurig. Und auch hier nochmal, 50.000 Euro im Jahr. Wenn auch da 60 Patienten gewesen sein sollten, das wurde jetzt leider nirgendwo erklärt, dann sprechen wir hier von 3 Millionen Euro im Jahr. Natürlich geht viel für Personalkosten und für das Gebäude und viele, viele andere Sachen drauf. Aber wenn man sich dann nicht mal mehr frische Brötchen leisten kann, dann läuft auf jeden Fall etwas ganz, ganz schief. Und wo dann auch noch etwas schief gelaufen ist, ist bei der alten Dame, die ja vorhin schon mal fast gestürzt wäre. Als die Praktikantin dann einige Tage später wieder in dem Heim ist, erfährt sie nämlich Folgendes. Warst du gestern Abend auch auf der 2, oder? Ah, okay. Die ist gestürzt gestern. Oh, und hat sie sich wehgetan? Oder? Ja, ich bin in einer kleinen Runde, aber uns geht's nicht gut. Ah, okay. Wie viel ist das passiert? Ach so, keine Ahnung und dann dreimal gestürzt. Naja, da stellt sich natürlich schon die Frage, gibt es denn für sowas keine Hilfsmittel? Gibt es da keine Ausrüstung, die in so einer Situation irgendwie hilfreich sein könnte? Doch, nur nicht in diesem Alloheim. Es ist der dritte Sturz von Frau Müller in nur einer Woche. Wieso passiert das immer wieder? Ich entdecke unter Frau Müllers Bett eine Klingelmatte. Die müsste eigentlich einen Alarm auslösen, sobald die demente Dame aufsteht. Doch die Matte scheint nicht zu funktionieren. Und hier muss man ja nochmal sagen, es ist ja fast in Anführungszeichen noch glimpflich ausgegangen. Denn das kann natürlich auch viel, viel schlimmer sein. Umso älter man wird, umso weniger belastbar werden natürlich auch die Knochen. Und im schlimmsten Fall ist das dann tödlich. Wie gefährlich ein Sturz sein kann, erfahre ich von einem Vorgesetzten. Kurz vor meinem Praktikum ist im Haus eine Bewohnerin die Treppe runtergefallen. Wenig später verstarb sie. Aber auch hier hat die Heimaufsicht, wie ja schon in Teil 1 meines Videos, wieder mal nicht schnell genug reagiert. Insbesondere auch für die alte, demente Patientin, denn das Praktikum, was glaube ich nur 2 Wochen ging, ist noch immer nicht vorbei und sie ist schon wieder gestürzt. Oh, und an dieser Stelle nochmal eine kurze Triggerwarnung. Wenn du zart beseitigt bist, dann sind die nächsten 30 Sekunden, glaube ich, nichts für dich. Eine Kollegin will bei der Morgenpflege helfen. Dabei fällt mir auf, Frau Müller hat neue Wunden am Körper. Sie ist schon wieder gestürzt. Oh, hier Bein, das ist ja auch alles voller Blut. Und das ist nur die Wunde, die das Pflegepersonal immerhin bemerkt hat. Es gibt noch eine andere und die fällt nur der Praktikantin auf. Auch am Kopf hat die Dame eine neue Platzwunde. Und die Einzige, die das gerade bemerkt, bin ich als Praktikantin. An dieser Stelle müssen wir jetzt aber, glaube ich, nochmal zurück zu Karl Lauterbach. Denn es stellt sich natürlich bei solchen Bildern immer noch die Frage, wie kann das sein? Wie kann auch eine Bundesregierung, wie kann ein Bundesgesundheitsminister solche Zustände zulassen, auch wenn es vielleicht natürlich nicht in jedem Heim so ist? Und den Punkt muss ich ihm natürlich geben. Mit dem nächsten hat er grundsätzlich erstmal natürlich recht. Die Bundesregierung kann nicht qua Recht beispielsweise die privaten Träger enteignen. Das geht natürlich nicht. Und jetzt gerade die letzten Entwicklungen mit Kapitalgesellschaften, die im Ausland sitzen, verlieren wir tatsächlich so ein bisschen die Kontrolle auch. Aber auch hier nochmal, ist es nicht krass? Der Bundesgesundheitsminister hat gerade zugegeben, dass die Bundesregierung in solchen Fällen eigentlich keine Kontrolle mehr hat und dass die Gesetzeslage es auch nicht anders zulässt. Und da frage ich mich und du dich hoffentlich auch, warum werden Gesetze dann nicht geändert? Warum werden Bedingungen nicht angepasst? Leider haben wir darauf allerdings erst nochmal keine Antwort bekommen. Stattdessen gab es noch ein ganz anderes Themenfeld und das betrifft jetzt jeden von uns,
Denn dafür muss man nicht alt sein. Das Entgelt für den Heimplatz auf der Station Junge Pflege wird bei Pflegegrad 5 mit knapp 6.000 Euro beziffert. Okay, um das ganz kurz einzuordnen. Also stell dir mal vor, du bist jetzt 25 und bekommst einen Schlaganfall. Auch dann kommst du unter bestimmten Umständen in ein Pflegeheim und wirst da gepflegt. Wie gesagt, für diesen gewaltigen Betrag von fast 6.000 Euro. Und dafür kann man ja eigentlich einiges verlangen. Auch das wollte sich Team Wallraff noch mal ein bisschen anschauen. Wir haben zum Beispiel eine Leinwand, wir haben uns einen Beamer angeschafft, einen Laptop jetzt, wir machen hier Abend, manchmal Fernsehabende zusammen, wird Pizza bestellt, wir eben so einfach auch die Gemeinschaft. Klingt eigentlich toll. Und genau das wollte sich dann in diesem Falle auch nochmal eine Investigativjournalistin anschauen. Und schon der erste Fall, mit dem sie konfrontiert wird, sollte dann jedem von uns nahe gehen. Sandras Geschichte ist beispielhaft dafür, was jedem von uns passieren könnte. Vor ein paar Jahren hat ein schwerer Schlaganfall sie aus dem Leben gerissen. Ihr Anblick macht mich traurig. Vor mir liegt eine nackte Frau mit kahl rasiertem Kopf in einem Zimmer, das kaum persönliche Gegenstände enthält. Okay, aber nun haben wir ja eigentlich eben gehört, dass in diesem Heim noch mehr Geld ausgegeben wird. Und da kann man ja eigentlich dann auch wenigstens ein bisschen bessere Pflege erwarten. Ja, könnte man vielleicht. Aber auch hier sind die Pflegefehler wohl wirklich an der Tagesordnung. Das fängt schon beim Waschen an. Zuerst hat sie ihr die wunden Füße gewaschen. Und mit eben diesem Waschlappen, ohne ihn auszuwaschen oder gar auszutauschen, reinigt sie nun den Intimbereich. Ein Pflegefehler, der eine Keimverschleppung verursachen kann. Und in diesem Falle übrigens tatsächlich auch verursacht. Unter anderem können dadurch dann natürlich später auch Wunden entstehen. Das ist bei Sandras Körper schon der Fall und die müssen dann ausgewaschen werden. Und auch hier hat man wieder ein bisschen das Gefühl, dass für die Pflegekräfte, die Menschen, die dort sind, mehr oder weniger nur Tiere sind. Tut jetzt gleich ein bisschen weh, oder? Ja. Doch ich bemerke, Sandra verzieht das Gesicht vor Schmerzen. So sieht für mich niemand aus, der das angeblich nicht merkt. Und auch hier muss man wieder sagen, ja, Sandra hatte einen Schlaganfall und sie ist zumindest rechtzeitig gelähmt und ihr Kommunikationszentrum im Gehirn funktioniert nicht mehr anders. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass sie sich nicht langweilen kann. Die meiste Zeit des Tages liegt sie allerdings nur ohne irgendeine Unterhaltung vor dem Fernseher in ihrem halbdunklen Zimmer. Wir verlassen Sandra genauso, wie wir sie heute Morgen vorgefunden haben. Nackt liegt sie in ihrem Bett. Nur der Fernseher läuft zur Bespaßung. Sieht so die angebliche Aktivierung aus? Bis später. Und nun wird es wirklich nochmal sehr emotional. Denn, wie gesagt, Sandra hatte einen Schlaganfall und die Pflegekräfte gehen davon aus, dass Sandra deswegen sowieso nicht mehr so richtig kommunizieren kann und dass es auch nicht so wichtig ist, sich mit ihr zu beschäftigen. Aber die Praktikantin versucht es trotzdem und das nicht mal lange. Und dabei sind dann folgende Bilder entstanden. Sandra fängt an, mit mir zu kommunizieren, indem sie den Daumen hoch oder runter hält. So bekommen wir ein Gespräch zustande. Hattest du ein Haustier? Also hattest du ein Haustier? Katze? Eine Katze! Hattest du auch einen Freund? Ah, die sind auch doof, die Männer, ne? Krass. Und das ist nicht alles, denn wenig später bekommt Sandra auch eine neue Therapeutin, die sich ein bisschen um sie kümmert. Und auch weil die Praktikantin dranbleibt, wird es immer besser und besser. Und wir erinnern uns, von Sandra wurde bisher immer angenommen, dass sie nie wieder sprechen können wird. Und insofern sind die folgenden Bilder ausnahmsweise auch einfach mal schön. Die Magensonde ist endlich raus. Ich finde in ihrem Zimmer Bilderkarten zur Sprachförderung. Offensichtlich angeschafft von der neuen Betreuerin. Und dann geschieht etwas Erstaunliches. Was ist denn dein Lieblingsessen hier? Hast du schon was gegessen davon? Käse! Ehrlich? Sag's nochmal, ich glaube, du hast... Käse! Käse! Ja! Käse! Sprichst du wieder? Oh, wie schön. Das sind doch ausnahmsweise mal schöne Bilder. Aber das kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wirklich vieles schlimm läuft. Deswegen hat Günter Wallraff für Karl Lauterbach dann auch nochmal Bilder von Pflegern vorbereitet, die nochmal gesagt haben, wie schlimm die Situation wirklich oftmals ist. Und wir erinnern uns, der hatte ja eigentlich noch gesagt, in Deutschland läuft das meiste trotzdem gut.
Nicht erst seit der Pandemie haben wir verschärfte Bedingungen in der Pflege, einen absoluten Pflegenotstand, einen Pflegemangel und keine menschenwürdige Pflege mehr in den Krankenhäusern. Das ist leider Gottes keine Pflege mehr, sondern Abfertigung wie am Fließband. Wir gehen mit dem Gefühl nach Hause, möglicherweise unter dieser starken Belastung Fehler begangen zu haben, nicht genug für die Pflegebedürftigen getan zu haben. Wir sind physisch wie psychisch am Ende. Wir brauchen keine Worte mehr. Deswegen fordere ich vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach, dass wir eine sofortige, direkte Entlastung in der Pflege spüren. Karl Lauterbach hat sich das dann auch sehr schön angeschaut und wurde dann natürlich nochmal gefragt, was er dazu jetzt sagt. Und ich bin ganz ehrlich, davon war ich mega enttäuscht, denn ich glaube, die folgende Aussage ist wirklich par excellence das, was man gerne Politikersprech nennt. Ich bedanke mich erst einmal, dass das hier noch einmal so vorgetragen wurde. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Ausbildung in der Pflege aufgewertet. Das führt jetzt dazu, dass sich wieder mehr Menschen für die Pflege interessieren. Und wir wollen also zu einer besseren Vergütung kommen. Ja, wir planen, vielleicht machen wir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte an dem Punkt wirklich genug und ich hoffe auch einfach sehr, dass es in Zukunft wesentlich schneller darum geht, die Pflege zu verbessern. Günter Wallraff hat es eigentlich mit einer einzelnen Frage gut auf den Punkt gebracht und Karl Lauterbachs Antwort konnte nicht überraschen. Würdest du in so einem Heim, wenn es mal soweit ist, deinen Lebensabend verbringen wollen? Nein, natürlich nicht. Also, und das ist ja eine rhetorische Frage. Ich will auch nicht, dass es solche Einrichtungen gibt. Ich will einfach nicht, dass es Heime gibt, die so funktionieren. Das will niemand. Ja, man fragt sich natürlich dann auch, was läuft denn jetzt von Seiten des Staates wirklich schlecht? Denn eigentlich gibt es für solche Situationen ja auch explizit Kontrollen. Und auch da hat mich Karl Lauterbachs Antwort wieder ziemlich enttäuscht. Denn der hat es ganz deutlich aus seiner Verantwortung, nämlich der des Bundes, hin zu den Ländern und Kommunen geschoben. Die Kontrollfunktionen der Länder und der Kommunen funktionieren oft nicht ausreichend. Und von dem wenigen, was wir haben, wird dann oft auch noch etwas genutzt, um damit Gewinne zu machen. Die Probleme sind bekannt, daran wird aber sehr intensiv gearbeitet. Gut, und ich möchte jetzt hier, das ist mir ganz wichtig, jetzt kein Karl Lauterbach-Bashing betreiben. Der Vorgänger Jens Spahn hat sicherlich auch nicht besser gemacht und der Vorvorgänger sicherlich auch nicht. Also das ist natürlich schon ein sehr, sehr altes Problem. Ich möchte mich aber auf jeden Fall dem Appell anschließen, den Günter Wallraff am Ende der Sendung nochmal für uns hatte. Und ich hoffe sehr, dass sich bald etwas ändert. Meine Meinung, die teils entwürdigenden Bedingungen müssen sofort abgeschafft werden. Gewinnmaximierung auf Kosten der Bewohnerinnen und Bewohner darf es in keinem Pflegeheim geben. Hier muss sich Grundlegendes ändern. Konzerne wie Alloheim müssen viel strenger kontrolliert werden. Und wenn sie Renditedruck und menschenwürdige Pflege nicht vereinen können, dann müssen sie geschlossen werden. Okay, und damit sind wir jetzt erstmal am Ende der Doku. Ich möchte aber unbedingt nochmal was sagen. Und zwar will ich zum einen Danke sagen. Nach meinem letzten Video haben mich wirklich unglaublich viele Botschaften erreicht. E-Mails, ihr habt mir auf Instagram geschrieben. Pflegekräfte haben teilweise gesagt, ja, es ist wirklich so schlimm oder nein, es ist nicht ganz so schlimm. Eine Sache habe ich ganz persönlich für mich aber daraus gelernt. Es sind nicht die Pfleger schuld. Und es ist auch nicht die Politik schuld, sondern es sind natürlich immer Einzelpersonen. Es gibt aber da draußen einfach Pfleger, die mega verroht sind und mit den alten Leuten wie Vieh umgehen. Es gibt super viele Konzerne, die einfach nur Geld verdienen wollen. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, als Gesellschaft an sowas was zu ändern. Bei der Politik zum Beispiel den Druck zu erhöhen oder, und das ist auch ganz wichtig, wenn man Angehörige in so einer Situation hat, immer wieder aufmerksam zu schauen, ob Sachen tatsächlich funktionieren und im Zweifel auch nicht davor zurückschrecken, um sich bei der Heimleitung zu beschweren oder im Zweifel dann eben bei deren Vorgesetzten bzw. bei den Kontrollgremien. Und dazu möchte ich an dieser Stelle einfach nur nochmal ermuntern und ich hoffe wirklich sehr, dass wir eine solche Doku in den nächsten Jahren nicht nochmal sehen müssen, weil es solche Zustände in solcher Häufigkeit nicht mehr gibt. Das Einzige, was ich jetzt dazu beitragen kann, ist, dass ich mich sehr freuen würde, wenn du die Botschaft dahinter verbreitest. Und damit meine ich explizit gar nicht mein Video. Darum geht es mir an dieser Stelle nicht. Und es ist mir heute auch wirklich komplett egal, ob du mich abonnierst oder sonst irgendwas. Ich packe dir ganz oben in die Videobeschreibung natürlich auch den Link zur Original-Doku, den man, glaube ich, nur mit RTL Plus gucken kann. Du kannst aber natürlich auch dieses Video verlinken oder sonst was. Und vielleicht bewegt es ein kleines bisschen was. Vielleicht wacht der ein oder andere auf und das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Das war es denn jetzt erstmal heute von mir. Ich muss jetzt erstmal ganz tief durchschnaufen, du wahrscheinlich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Alex.